So, der dritte Teil. Jetzt sind wir in der Malerei Horst angekommen. Wir haben gerade unsere Schutzkleidung angezogen, wie sie es gehört. HCCP konform. Und jetzt gehen wir gleich einmal durch die Malerei. Ich erkläre nochmal unsere Malerei und den dänischen Freunden. Und danach machen wir noch eine leckere Verkostung, dass man auch mal die leckeren Produkte der Malerei Horst probieren darf. Und wie immer, das Beste zum Schluss. Die Verkostung der leckeren Horster Milchprodukte.